Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Bloody Platinum für DC Steve und. Ah, der letzte Retro wird. Ja, haben sie jetzt Latten in der Höhle. Und hier haben wir einen Pupitan. Also, letztes Mal war dann doch etwas kürzer. Also, er hatte sich irgendwie bei uns so angefühlt, als hätten wir schon 20 Minuten gespielt. Also, erstmal, warum hast du jetzt auf Nacht gestellt? Wir haben immer noch nicht die Tag-Pokémon gefangen. Aber das ist egal. Pupita ist erstmal ein Nacht-Pokémon. Krallen wir uns. Und ja, also eventuell gibt es natürlich wieder einen Fehler, was die Tag-Pokémon angeht. Das ist ja auch der Grund. Ich meine, wir haben sie gar nicht gefunden. Ja, yeah, ich weiß, sie sind halt gar nicht aufgetaucht. Also, ich weiß nicht. Ich glaube zwar, dass schon alle Pokémon hier in dem Spiel drin sind, aber stellenweise ist die PDF ein bisschen daneben. Und sollten wir solche Pokémon wie Papunga oder Altaria oder so nicht sehen, ja, da müssen wir halt irgendwie trainieren oder so. Ja, wir haben ja einen Wahablu. Ich sehe schon kommen, wie viel ich trainieren muss. Wie Steinboden. Sein Körper ist hart wie Fels. Es lässt mit Hochdruck Gas ab, um wie eine Rakete nach oben zu schießen. Klingt irgendwie ziemlich komisch. Ja. Und welches das andere Nacht-Pokémon? Sneedle. Dann fehlt uns das noch. Und Mashok? Mashok haben wir doch letztes Mal gefangen. Nein, das hat uns zweimal mit Überroller getrollt. Okay. Ja, das war's dann eigentlich. Ein Knarksel noch. Oder haben wir das mittlerweile? Knarksel war doch die Weiterentwicklung, das haben wir schon. Also die Vorentwicklung von deinem Lieblings-Pokémon Drachen. Ja, das haben wir schon. Ah, krack. Okay. Das geht, haben wir zum Glück schon. Auch wenn wir den bisher noch nie gesehen haben. So, Mashok. Ja, Trugschlag und bitte träum mich nicht. Oh, du, ja, es ist zum Glück sind wir langsamer. Ja. Ach so, okay, gut, wir sind langsamer. Da ist die Paralyse dann sogar noch sowas gut. Ja, aber leider waren wir jetzt paralysiert und haben euch nicht angegriffen. Gut, macht uns 32 Schaden. So, und jetzt bleibst du bitte drinnen. Und wir haben noch einen zweiten Teil der Bizarrenhöhle. Und in dem können wir dann Level 60 Pokémon fangen, oder was? Ja. Da kann man sich ja auch ziemlich gut ins Spiel schießen. Und schauen wir uns doch mal hier das Mashok an. Typ Kampf. Es zieht gerne schwere Ladung, um so zu trainieren. Es hilft auch gerne anderen bei der harten Arbeit. Perfekt, ein Sklaven-Pokémon. Ja. Siehst du, hier war ein Sklaven der Pokémon-Welt lila, deswegen war auch Rosana lila. Ist jetzt lila. Ja, die gute alte Rosana. Ja, ein gutes Beispiel der Verweichlichung der Gesellschaft. Verweichlichung? Eher Political Correctness. Hat ja jetzt nichts mit Weich zu tun. Ja, am Sneebel. Und das mit dieser Correctness, das wird halt wirklich ganz eindeutig. Also ich finde schon, dass es ein bisschen überbewertet ist. Natürlich ist es überbewertet. Also, wie gesagt, das letzte Mal, dass ich einen Mohrenkopf gesehen habe, das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Oh, 4-mal, 5-mal natürlich. Die Kratzfolie trifft 5-mal, wer hätte das anders gedacht? Ist ja nicht weiter tragisch. Solange das Nibel keine Attacke kann, die es sich selbst tötet. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich könnte schwören, hier haben damals hier mal einen Altaria getroffen, wo wir das erste Mal drin waren. Wir haben was getroffen? Ein Altaria. Davon habe ich jetzt keine Ahnung. Du kannst da wieder zum Tag stellen und nachschauen. Notfalls einfach offscreen.
Online. Ach, genau, online. Unlicht, Eis. Ein raffiniertes Pokémon, das zusammen mit einem anderen Sneasel gerne Eier stiehlt. Wir werden jetzt einfach in den anderen Teil der bizarren Höhle gehen. Na, alles klar. Eine Top-Genesung für Pedramon. Und werden dort noch das ein oder andere richtig krasse Pokémon fangen. Vor allen Dingen das Tolle ist, dort habt ihr auch wieder Licht. So, jetzt müssen wir hier den Eingang suchen. Einfach immer so ein bisschen nach oben gehen, er findet das schon. Ich finde es irgendwie auch immer etwas so als Hammer. Ja, hier ist noch kein Licht und wir müssen jetzt. Das ist der Geheimraum, oder? Genau. Alles klar. Und hier können wir jetzt. Ja, ich gehe mal aufs Fahrrad. Einfach damit wir ein bisschen Bewegungsfreiraum haben. Und ja, hier haben wir schon die TM Erdbeben bereits geholt. Oder ich ist jetzt hier Ich gar nichts. glaube, als wir damals die TM besuchen waren, haben wir hier einen Altaria gesehen. Despota haben wir schon. Ja, genau. Den haben wir uns, glaube ich, in der Pokémon-Liga gefangen. Ja. Hier könnte man noch mal einen Eisenschild einsetzen. Ja, hau weg, das zieht. Also hier lohnt sich tatsächlich mal den einen oder anderen Kampf einfach mal zu machen. Wäre natürlich vielleicht ein bisschen früher gewesen, erst am Ende der Reise hier in den Raum zu gehen, weil hier gibt es nämlich Mewtwo und Deoxys. Aber Legenden fangen wir ja jetzt noch nicht, als wenn sie auftauchen würden. Können wir schön töten. Los, Kreuzschere! Und ja. Geowatz. Ich bin hier für eine Kreuzschere, das werden wir wohl kaum umbringen. Ja, das glaube ich auch. Ist es wenigstens ab Level 57. Ja, ich. Risikotackle. Aber es bringt dich selbst in den roten Bereich. Das gefällt mir. Dann können wir jetzt den Finsterball hinterher werfen. So muss das laufen. Also in der Höhle gibt es ja wirklich noch weitere Entwicklungen. So ziemlich langweilig. Steinboden, 300 Kilo. Selbst Sprengstoff kann seinen harten Körper nichts anhaben. Häutet es sich nur einmal jährlich. Ich glaube, das war in der ersten Generation das zweitschwerste Pokémon gewesen oder das drittschwerste. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Schwerste war ja Relaxo. Und ich glaube, dann kam Geowatz. Ich habe absolut keine Ahnung. Mittlerweile ist es ja auch egal, weil es gibt bestimmt viele neue, schwere Pokémon. Ja, zum Beispiel Lethal King. Zum Beispiel. Also, ich werde hier wie gesagt ein paar Pokémon einfach mal auch umbringen. Ist übrigens ein Unterschied, ob man Tag, Nachts oder so ist. Na klar, das ist immer ein Unterschied. Wie gesagt, das ist halt, der Raum hier ist halt genauso wie der, in dem wir gerade eben waren. Wir Okay. fangen hier dieselben Pokémon, nur halt die Entwicklungen. Also wir haben sind jetzt erstmal aktuell gerade nachts. Nachts gibt es Despotar und Sibuna. Okay, und Slibuna habe ich hier gerade. Genau, dann können wir danach mal in die Nacht wechseln. Ich muss sagen, Slibuna habe ich auch mal Interesse in dem Team zu haben. Ja, das würde ich auch mal gerne spielen. Mal schauen. Die Sache ist halt, wann gibt es Nibel in der Platin? Also bei Blitzer, sprich vorm siebten Orden kannst du es dir fangen. Ja, also, wenn mich meine Erinnerung nicht im Stich lässt, dann gibt es Nibel in der Soul Silver und Heart Gold erst nach der Pokémon-Liga. Nein, und Oder zwar vor. nach dem siebten Orden. Du musst durch diese Eishöhle.
Doch. Ach, da gibt's die schon, aber da werden die wahrscheinlich super selten sein, oder? Ja. Da kannst du fangen, also nach dem siebten Orden. Ist halt trotzdem super spät. Ja, Unlichteis wird durch Entwicklung noch verschlagen. Was? Verschlagener, kommuniziert durch den Felsen, kratzt das Zeichen. Aber ich finde, das sieht doch sehr cool aus. Dann sehen wir uns jetzt am Tag wieder. Na, wenn das mal nicht unser guter alter Dragmann ist. Wie du ihn auch immer zu nennen pflegst. Ja, das könnte er sein. Überstrahlt natürlich jetzt. Ja, doch, ist okay. Er ist ja ausgeglichen, was das angeht. Das ist Physischen jetzt auch was und anderes. speziellen Also Angriff. hier, wie viel in dem Raum kannst du eigentlich auch andere Attacken als Buchschlag einsetzen. Also ich glaube, der Vierer war überlebte Kreuzschere auf jeden Fall. Also mir jetzt mittlerweile nicht mehr, aber. Ja, das stimmt. Jetzt können wir aber Bälle werfen. Dann geben wir die Finsterbälle aus. Ja. Ja, das liegt halt an Tanel und Metern. Ich will gar nicht wissen, wie viele tausende Pokédollar du an die verschwendet hast. Wenigstens haben wir da bei Metern gefangen. Ja. Ich meine, einen davon mussten wir fangen. Ja, na klar. Tarnel wäre mir zwar fast schon lieber gewesen. Ja, ist schon klar, aber. Mit mächtigem Flügelschlag verursacht es einen Sandsturm. Es wird Geist der Wüste genannt. Los, Libeldra, Flügelschlag! Ich finde, das Sprite sieht sehr gut aus. Auch Ja, wenn ich der denke ich auch. Meinung bin, es hätte man einfach Käferdrache machen sollen. Das propagiere ich auch immer. Ja, mein Altaria. Also ist es echt komisch. Hier tauchen die sofort auf und in dem anderen Raum sind sie überhaupt nicht aufgetaucht. Entweder Ja, sie wurden vergessen oder. hält das eine Kreuzschere aus? Es ist ein Altaria, mach lieber einen Trugschlag. Ja. Oder Zerschneider, zerschneide es! Heilung ist quasi Hyperheiler. Ne, nicht ganz. Ich weiß gar nicht, was jetzt alles ganz genau heilt. Aber es ist eine ziemlich coole Fähigkeit. Auf jeden Fall Paralyse, Vergiftung, Verbrennung, glaube ich. Ich glaube, die. Also die wichtigen Sachen. Verwirrung zählt ja so gesehen nicht so ganz rein, weil Verwirrung ja also nicht diesen Status wie besiegt oder paralysiert ändert. Ja. Sorry, falls es gerade geknackt hat. Ja, ich Also, hoffe, dass ich dran denke, es rauszuschneiden. ja, das ist ja eigentlich die Stelle, die du hinkriegen müsstest. Da ist meine Hand ausgerutscht. Und das können Altaria. Obwohl ich trotzdem den gewissen Reiz habe, eigentlich Altaria in meinem Team zu haben. Naja, ich hatte das halt damals direkt das erste Mal, als ich die Rubinen durchgespielt habe. Von daher ist der Reiz eigentlich weg. Und wie war's? Stark? Freundet es sich mit jemand an, hüllt es den Freund sanft mit den Flügeln ein und singt dann. Also ich meine, klar, es ist natürlich schwächer als einige andere Pokémon, aber mit Drachentanz gleicht es eigentlich relativ fix wieder aus. Wenn du beginnst halt einen Kampf, machst ein, zwei Mal Drachentanz und danach one-hitted ist eigentlich wirklich einiges. Also zumindest im Spiel. Ja. Was fehlt uns denn jetzt hier noch tagsüber? Nichts mehr. Ach, wir haben Das waren schon. die beiden. Das waren die beiden Pokémon, die nur tagsüber auftauchen. Okay, dann haben wir einen Krabums. Dann versuchen wir uns das zu fangen und danach können wir dann in die Nacht. Hey, Oder das noch hält jetzt jetzt. eine Kreuzschere aus. Ich glaub's nicht. Ich nehme Mach lieber einen Fisch. zur Schneider. Na, Erholung. Dann nochmal zu Schneider. Ich meine, der Vorteil ist, dass es dann noch immer eine Runde schläft. Ja, dann kann man danach Trugschlag machen. Weil er schläft. Krabums hätte ich mal gerne im Team gehabt. Wen? Krabums hätte ich auch mal gerne im Team gehabt. Ich meine, es ist immer ein Normal-Pokémon, das sich zweimal entwickelt. Ich schaue es mir mal fix an, auch wenn ich jetzt nichts Besonderes erwarte. Ich glaube, so schlecht war das gar nicht.
Ja, also ich glaube nicht, dass es schlecht ist, aber auch nicht. Also, nee, es ist ziemlich beschissen. Kann man nichts anderes sagen. Auf jeden Fall haben Kann wir es nichts sein. gefangen. Denn so muss das laufen. Na? Holen wir uns doch direkt mal das Krabbums an. Sein Heulen hört man in 10 Kilometer Entfernung. Es gibt alle Arten von Geräuschen von sich. Ja, dann geh mal. Das könnte Dynamo Dresden-Fan sein. Okay. Bis in den Morgen. Bruder Lander oder Dragoran? Das ist hier die Frage. Was meinst du, Kreuzschere? Nee, Kreuzschere sind nicht effektiv wegen Flugeisenschädel. Ja, mach. Eisenschädel ist normal effektiv, oder? Ja. Besteht ja die geringe Chance, dass es einfach stirbt. Ich meine, wir sind 26 Level drüber. Oh, es ist sogar noch zurückgeschreckt. Hast du noch mal ganz schön viel Glück gehabt. Also, dass es überlebt hat, meine ich. So muss das laufen. Es hat nie ein Damage gemacht. Perfekt. Nice. Das ist richtig nice. Ja, Dracheflug. Seine Zellstruktur ändert sich. Es wuchsen ihm Flügel, da es immer davon träumte, fliegen zu können. Also Kinder, jetzt wisst ihr wieder, wie das funktioniert. Träumt einfach eine Sache und dann wird das auch irgendwie passieren. Ja, und was findest du denn? Bruder Dragoran oder Bruder Lander? Naja, Dragoran sieht ein bisschen cooler aus, aber mittlerweile würde ich wahrscheinlich mehr Bruder Lander nehmen, weil ich es halt noch nie gespielt habe, so ungefähr. Aber ich finde, dass du dann auch recht cool aussieht mit diesem Blau-Rot. Naja, es sieht halt schon wirklich wesentlich billiger aus. Naja, es sieht nach dritte Generation aus. Ja, irgendwie schon. Naja, keine Ahnung, also es sieht halt einfach billig aus. Keine Ahnung, da gibt es halt nicht viel Struktur und es sieht halt okay aus. Und es ist wahrscheinlich auch ganz stark, aber. Bedrohung ist halt nochmal krass. Ja, Bedrohung ist echt ziemlich geil. Also, hat eigentlich Macho mal eine vernünftige Fangrate? Es würde mich wundern, wenn die anders wäre als bei Macholo und Maschok. Ich schaue einfach mal nach. Also ich wüsste jetzt nicht so wirklich, dass sich die Fangrate bei Entwicklung ändert, oder? Kreuz sieht, damit können jetzt Cherokee kaputt sein. Wow. Okay, doch. Interessant. Also Mahalo hat eine Fangrate von 180 und macht schon mal eine von 45. Okay, ich nehme jetzt hier meinen Hypertrank. Bei Pedramon wird das hier überleben. Macho Mai finde ich aber ganz cool. Was hat noch so für Werte? Das kann ich dir sagen, sobald die Seite lädt. Ich wollte jetzt nämlich auch noch auf Macho klicken, um mir die Fangrate von dem anzugucken, aber das fange ich gerade bei Mahalo fest. Eigentlich stelle ich mir den ganz stark vor. Ah, Scheißseite. Okay, Maschok hat eine Fangrate von 90. Also die Fangrate halbiert sich sozusagen immer, wenn es sich entwickelt. Also ja, der Angriff ist halt echt sehr stark. Fast 400 auf Maximum. Wow. Bringt 3 SP, wenn man es besiegt. Man muss dazu halt sagen, dass außer Angriff und KP die anderen Werte halt alle richtig schlecht sind. Aber es brauchst du ja nicht. Es soll halt einfach nur One-Hitten, so ungefähr. Also Genau. Leben ist ja wahrscheinlich die Initiative, oder? Genau, das ist nämlich der niedrigste Wert bei denen. Oh. Es erwischt Gegner mit harten Schlägen seiner kräftigen Arme und hackt mit enormer Geschwindigkeit. Naja, also finde ich es ja wohl doch nicht so gut, na ja. Aber ich finde, das sieht cool aus. Auch, dass es echt cool aussieht. Jetzt fehlt uns noch Knackrack, oder? Genau. Und dann noch die Tages-Pokémon, Morgen-Pokémon, Stolos und Frostee hier.
Haben wir wieder einen Brutal Lander. Kann Das man sollte aber wesentlich bekämpfen. sein. Nein. Das kann man sogar bekämpfen. Ah, natürlich. Wir wollen uns das deswegen nicht wegen dem Bedroher auch. Ja, stimmt. Oder wir wollen es doch. Das ist natürlich auch laufen. Ja, Krabumzig hatten wir auch schon. Wenn nicht, würde ich sagen, setz mal nach zwei Pokémon. Ah, Gott, jetzt habe ich aus dem Tuchschlag gemacht. Ja, wir sitzen nach drei Pokémon, dann mache ich den kleinen Cut. Genau, um einfach das nächste im Kampf zu haben. Um auch diese bizarre Höhle abzuschließen, die zieht sich auch so ein bisschen und. Ja, ist irgendwie langweilig, oder? Er gibt halt nichts großartig zu machen und so. Es ist halt gerade wirklich Wir sehr rennen ja stumpf. halt einfach nur rum. Wir müssen ja später vor allem nochmal rein für die legendären Titel. Ja. Also, ja, okay, Leute. Wir sehen uns jetzt mit einem Pokémon, was wir noch haben müssen. Wieder. Ja, Leute, zwei Deoxys später ist dann nochmal ein Knackhack aufgetaucht. Das ist im Übrigen kein Witz, wir haben wirklich zwei Deoxys gesehen, innerhalb von nicht mal einer Minute Abstand. Ja, das war schon leicht lächerlich. Und ein Pet Interessanterweise. hat ein Level-Up gehabt, plus 3 Angriff, plus 2 Initiative. Interessanterweise haben wir aber keins der Früh-Pokémon gesehen. Also, ich glaube, wir laufen danach nochmal ein bisschen rum, aber es könnte durchaus sein, dass. Ja, die Tages-Pokémon im vorderen Teil und die Früh-Pokémon im hinteren Teil einfach fehlen. Ja, möglich. Also, ich meine, es ist halt schon ein bisschen komisch. Wir sehen zwei Deoxys und jetzt ein Knackrack und die sind alle drei wesentlich, 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 wesentlich seltener als die beiden, die hier suchen. Und es sind auch beides Pokémon, die wir uns noch woanders fangen können. Na gut, dann ja. Wenn wir hier noch woanders fahren können, fangen wir seit woanders. Denke ich mal. Ich bin gesehen, hat Teradax mittlerweile auch schon wieder ein Item gefunden. Also das erste Item. Ah ja, und Peldramon ist natürlich noch ein Level aufgestiegen. Habe ich gerade schon erwähnt, mit Angriff plus 3 und Initiative plus 2. Oh, alles klar. Dann habe ich mal einen kurzen Moment lang nicht zugehört. So ein Knackrack, du darfst doch drinnen bleiben. Danke. Danke, Knackack. Ja, aber ich glaube, über die Stärke von Knackack brauchen wir nicht einmal reden. Ach, Boden. Die schnelle Bewegung seiner Flügel erzeugen die rechte Klingen des Windes, die Bäume fällen können. Der ist ganz cool, der Eintrag. Wirklich als Flügel würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also ich glaube nicht, dass man mit den Stummeln fliegen kann. Das ist eher so eine Rückbildung über Scherox. Ja, also keine Ahnung, laufen wir noch ein bisschen rum und Einen entweder Schutz gefunden. Das Flucht sei besser. Wir lassen jetzt mal noch zwei Pokémon erscheinen. oder in 3 Jahren. Mal wieder Wenn kein. Altaria. Wir gehen jetzt einfach Richtung Ausgang. Ja, dann hast du ja die Uhrzeit gar nicht umgestellt. Ach, ich vergesse die Uhrzeit. Oh Mann. Fail SD. Geil. Oh Mann. Dann fangen wir die letzten beiden Tag-Pokémon noch im nächsten Part. Ja. Oh Mann. Aber die ganze Zeit ist doch schon Altaria aufgetaucht. Ey, ich habe die ganze Zeit nicht hingeguckt, als du offscreen gesucht hast. Das ist auch schon onscreen aufgetaucht. Okay, Ah, was? Leute. Ja. Ist egal, ja, Ist fake. egal. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Fail Together, Pokémon Blatt und Ja. Platin wieder mit dabei. Ich war dies, Steve und. Ah ja, das ist der Retro World. Bis zum nächsten Fail.